Hat er gerade McDonald's Burger zu meinem Burger gesagt? Hast du gerade McDonald's Burger gesagt? Bei ihm ist immer nur alles halbsteif. Wir haben schon darüber gesprochen. Sieht fantastisch aus, hat er aber dazu gekauft. Ne? Also fremd gekauft, also eigentlich am Thema vorbei. Und schön, dass ihr am Start seid, hier mit mir in Essen. Ich habe mal wieder eine entspannte Mission für mich heute. Ich werde Burger testen und nicht von irgendwem, sondern von zwei Barbecue-Legenden. Zwei Burger werden die beiden guten Jungs zubereiten. Wir haben den guten Bobby am Start und den Rolf. Wir sind bei Jaja Smash. Ehrenmann hat uns den Burgerladen zur Verfügung gestellt, dass wir hier unsere Burger brutzeln können. Pull die beiden Jungs ran, ich werde euch nicht lang zappeln lassen und dann starten wir direkt. Oha. Okay, Jungs. Okay, Jungs. Wir werden die zwei Pitbulls gleich erst aufeinander loslassen. Also, ich habe es noch nicht ganz gesagt. Wir haben heute sozusagen Duell gegen zweifachen Großvater. Das müssen wir nochmal machen. Ja, darf man nicht sagen? Okay, gut. Das müssen wir mal. Ihr könnt euch noch mal Küsschen geben und noch mal so ein bisschen Gesichtszucken ist immer ganz gut. Der zuckt ja automatisch. Täusch mal an, als würdest du, genau. Ja, wir haben hier zwei Barbecue-Legenden am Start. Ihr kennt euch selber, ihr konntet schon miteinander warm werden oder habt Kontakt? Naja, Kontakt, ne? Er ruft immer an, aber ich gehe nicht ran. Okay. Du hast gesagt, wir machen einen Battle und dann kommt er. Ich brauche Gegner, keine Opfer. Sagst du wirklich, er ist kein Gegner, ja? Doch, er ist tatsächlich, wenn man das jetzt ernst nimmt, dann ist er, dieser Mann hat, glaube ich, 70 Burger in seiner Playlist. Da wird es für mich ganz schön schwer, aber gegen Berliner Power hast du einfach keine Chance. Ja gut, das sind nicht ganz so viele Burger, aber ein paar Burger habe ich schon gemacht. Also du bist wirklich Burger-Experte, Bobby, ne? Bobby sag ich schon, Rolf. Ja, was heißt es? Ich probiere aus, viel aus und komme dann auf Kombinationen, die vielleicht ungewöhnlich sind, aber die total geil schmecken. Okay, also du wirst mit einem Special Burger heute trumpfen, also du wirst richtig, richtig auftischen, du versuchst mit dem anderen auch. Ja? Ich denke schon. Okay, also ich kenn ihn ja. Für euch nochmal, wir machen zwei Runden. Die erste Runde wird ein klassischer Cheeseburger sein. Die zweite Runde wird so ein bisschen ausgefallener. Ich darf ja nicht wissen, was die machen, denn ich werde hier draußen warten und damit ich nicht beeinflusst bin. Und die haben die Aufgabe bekommen, was geil ist, mit einem Barbecue-Touch zu machen. Einfach ein bisschen ausgefallener. Wir machen ein bisschen Barbecue-Touch. Ja. Barbecue-Touch. Also ich glaube, Trash-Talk war genug. Sagt man Trash-Talk? Kann man das sagen? Glaube, man sagt Trash-Talk. Ja. Ist aber auch nicht so schlimm, weil Hauptsache ich gewinne am Ende. Naja. Also für euch noch folgende Bedingungen. Erstmal, es muss ohne Schwein zubereitet werden. Das wussten die beiden Jungs vorher. Da sind die ein bisschen gehemmt, denn die haben geile Bacon-Burger eigentlich auf dem Programm. Ich werde im ganzen Wettbewerb nicht wissen, welcher Burger von wem ist. Ich erfahre es erst am Schluss. Während ich den Burger teste, haben wir eine Bildübertragung. Das heißt, ich esse, die sehen mich von drinnen, werden sehen, wie ich reagiere, können kommentieren, können mitfiebern. Aber ich werde erst am Schluss erfahren, was von wem ist. Ja, also ich würde sagen, Männers, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ihr seid Experten, ihr legt los. Ich mache mir ganz entspannt, gemütlich hier den Platz bereit und werde chillen und warten, bis ihr fertig seid. Guten Appetit. Ja. Euch auch? Nee, euch nicht. Ja, viel Spaß. Wir sehen uns gleich. So, ich habe hier nochmal Mohammed am Start. Mohammed, erstmal danke, dass wir hier drehen dürfen. Das ist sehr, sehr, sehr nett von dir. Ja, sehr wichtig, so eine Locations, Leute, ist nicht leicht irgendwie ranzukommen. Viele sträuben sich davor. Mohammed hat sich bereit erklärt, uns das hier zur Verfügung zu stellen. Also dafür vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr da seid, auf jeden Fall. Also mir hat das Format gefallen von Anfang an. Ich bin auch gespannt, was die Jungs jetzt hier gleich zaubern werden. Bin auch gespannt. Also wir sind eigentlich noch offiziell noch geschlossen. Ich wollte gerade sagen, ihr habt noch nicht mal auf, ne? Genau, wir haben noch eigentlich geschlossen. Wir haben offiziell unsere Eröffnung nächste Woche Samstag, am 7. September. Da könnt ihr auch gerne vorbeikommen, wer Bock hat auf den Smashburger. Wir haben auch ein Eröffnungsangebot. Da kriegt ihr einen Burger, könnt ihr aussuchen, mit einem Patty oder mit zwei Patties, mit einem Getränk und Pommes für 10 Euro. Danke, Mohammed. Danke. Ich war gerade schon begeistert, dass du wenigstens Chilis schneidest. Ja, ich habe schon mal Chilis geschnitten. Ja, danach dann bitte in die Augen fassen oder an den kleinen Bullermann fassen. Ja, du wirst lachen, beides kenne ich schon, aber probier's ruhig mal aus. Also nein, ich bin froh, dass du wenigstens das auf die Reihe kriegst. Ich weiß gar nicht, ich muss ob dazu noch mal ganz kurz sagen, sei doch mal ruhig. Dieser Typ, ich liebe ihn wirklich, aber der hat, also ich hab's gesehen, du hast 70 Burger in der Playlist oder sowas und ich bin da wirklich nicht ganz so burgerversiert wie dieser junge Mann hier. Geht schon los. Ah, gib mir eine Sekunde. Ich hatte geplant, da noch Soße mit reinzumachen, aber das brauchen wir gar nicht. Die sind scharf genug. Ich glaube, ob du eine Soße nimmst oder nicht, spielt heute auch ja keine Rolle mehr für dich. Ne? Alter. Ein guter Burger, Freunde, kann simpel bleiben. Ja? Wir nehmen ein bisschen gutes Fleisch, wir nehmen ein bisschen guten Käse, da kommen ein paar Gewürze dazu, da kommt ein bisschen Topping drauf und dann keep it simple. Ne? Was der da immer macht, ist halt, wie am Anfang schon gesagt, er macht da riesen Blümchen-Nummern draus, aber das muss alles ja nicht sein. Guck mal, er fängt jetzt schon an, mit einer Pfanne zu arbeiten und macht da irgendwas mit irgendwelchem Grünzeug und so und Salat ist sowieso nicht meine Baustelle.
vorstelle. Aber auch an meinem zweiten Burger kommt ein bisschen Salat dran. Ne? Habe ich dir jetzt richtig verstanden? Erste Aufgabe für uns ist sowas wie ein klassischer Cheeseburger. Ja? Irgendwie schon. Ja, ich habe mir da ein bisschen was dazu ausgedacht. Das passt ganz gut. Also gibt es von mir heute auf jeden Fall den Double Onion Cheeseburger im Bobby-Style. Und da muss dann erstmal rankommen. Wir machen einen Hot Smash Cheeseburger. Passt eigentlich genau in diesen Laden rein. Ich denke, der wird danach auch übernommen werden. Ich mache so eine halbe Nummer. So. Das ist so angesmashed, aber nicht ganz so, damit noch ein kleiner Kern drin ist. Ist immer so ein bisschen halbsteif, weil halbsteif gefällt mir am besten. Und da weiß auch Rolf, wovon ich rede. Mit halbsteif kennt er sich am besten aus. Es ist bestimmt dein Leben. Es ist bestimmt einfach dein Leben. Ich habe auch nicht viele Zutaten. Ich habe ein bisschen Mayonnaise, ich habe ein bisschen Senf da mit ein bisschen Jalapeno drin und einen guten Ketchup. Und das reicht dann auch schon wieder aus. Ich sag ja, du machst da viele Zutaten. Ich sehe schon wieder Salatköpfe und Blumen und was du da alles dabei hast. Und Handschuhe hat er auch dabei, damit er sich die Fingerchen verbrennt. Ne? Ja. Ist ein bisschen sensibel, der kleine Rolf. Die Zwiebeln, die hobeln wir jetzt richtig fein. Aber wenn du möchtest, kannst du mir von den Zwiebeln auch ein paar mitreiben. Ne? Also so ein paar Zwiebeln, ja, selbstverständlich. Die abnehmen. Ja, die brauchen wir ja nicht beide rumfummeln. Ich arbeite bei dem normalen Burger mit einem Angus-Fleischbällchen, mit einem Angus-Patty. Mindestens 20% Fett, sehr, sehr gute Qualität. Das sollte man auch machen. Da ist jetzt auch noch nichts groß dran. Da ist nur ein bisschen Salz dran und eine kleine geheime Gewürzmischung. Dann haben wir hier wirklich einen kleinen Jalapeno-Senf. Wir haben ein bisschen Mayo, ein bisschen Ketchup. Und ich habe zwei Sorten von Zwiebeln hineingelegt. Einmal eine rote Zwiebel, klassisch eingelegt, so eine Pickelzwiebel. Und ich habe eine braune Zwiebel, auch da Rezept, leider Geheimsache. Oder ihr guckt auf meinem Kanal vorbei, 030barbecue.de und auf YouTube und so. Ne? Und ein paar Gurken. Und damit machen wir einen ganz einfachen, leckeren Burger. So, und hier nochmal zu unseren Patties quasi, also meine kleinen Fleischbällchen. Wie gesagt, nur ein bisschen Salz dran und ein kleines Geheimrezept. Und hier ist wirklich wichtig, dass er das Fleisch immer knetet, denn Hackkneten ist wie Tiere streicheln, nur später. Ne? In meinem Fall deutsche Ferse, Steakrasse, richtig schön mit Fett auch drin. Das ist also bestes Rinderhackfleisch für extra einen prima Burger. So, das heißt, wir machen jetzt mal, damit wir auch halbwegs gleichzeitig fertig werden, müssen wir auch gleichzeitig ansetzen hier. Ja, es wird. Auf jeden Fall. Bin mir nicht sicher, ob ich die gleiche Hitze hier habe, ne? So. Wisst ihr? Das klappt nie beim ersten Mal, okay? Für alle die sowas nicht haben, mit einem ganz normalen Bratenwender funktioniert es auch. Ah, hier ist nicht ganz so heiß auf der Seite. Wir müssen uns da ranfummeln, ja, Freunde? Es ist das erste Mal auf diesem Gerät. Also gebt uns ein bisschen, wir kriegen einen extra Bonus, oder? Ja, ich denke. Was ist denn das? Fertig Burgersoße? Ja, das ist Mississippi Comeback. Die kann man selber machen. Habe ich mal ein Video zu gemacht, aber man kann die natürlich auch so nehmen. Die ist mega. Hier. Zur Soße. Der junge Mann hat eine Fertigburger-Soße genommen. Ich nehme wirklich nur Ketchup und meinen Jalapeno-Senf. Und zwar vermische ich das auch nicht, sondern streiche das einzeln drauf. Weil dann hat man so beim Durchbeißen quasi noch so verschiedene Flavors im Mund. Aber das kann er halt noch nicht so richtig. Jetzt einmal hier umdrehen. Röstaromen sind erwünscht. Seine Fläche ist heißer. Er hat sich nach rechts gestellt und seine Fläche ist heißer. Ist auch ein bisschen heiß von der Fläche her. Ja. Zack. Und da ist der Käse. Sieht doch schon furchtbar gut aus, oder? Gut aus, sieht lecker aus. Ja, sieht gut aus, aber er ist besser. Er ist besser. Die Zwiebeln sind ja schon runter, die gerösteten. Jetzt kommen meine eingelegten roten Zwiebeln hier oben rauf. Und zwei, drei Gürkchen. Und so sind wir auch schon fertig mit meinem Double Onion Smash Burger im Bobby-Style. Und das ist der Gewinner Cheeseburger. Auch bei uns, wie gesagt, die etwas von dem Zeugs hier drauf, von den Chilis. So, und das reicht uns schon. Diese gerösteten Zwiebeln mit dieser Soße. Und jetzt kommt der absolute Knaller. Wir wickeln das hier mal ein. Ich sag ja, der macht ein Theater hier oder jetzt wird der Burger noch mal eingewickelt. Naja, verschickst du den jetzt noch per Post oder hast du einen Lieferservice hier laufen oder was?
Freunde. Ja, ich merke schon, du siehst deine Fälle so davon schwimmen. Hallo, oder? Hallo, mein Burger ist fertig seit einer halben Stunde ungefähr. Was machst du denn da? Guck mal, da machen wir da auch so ein Ding drauf, wie du das hast. Wahnsinn. Und das hier ist, glaube ich, erstmal ungewöhnlich, wenn man das so entgegennimmt. Ungewöhnlich? Aber ist der kleine Bruder von Scheiße, oder? Entschuldigung. Ist ungewöhnlich. Dein Burger ist ungewöhnlich. Aber es bringt so viel Geschmack da rein. Alufolie. Ja, Alufolie bringt immer Geschmack ans Essen, Freunde. Also ich bin auch, also das ist ein Geheimtipp von ihm jetzt eigentlich. Ich wollte den aber auch nochmal in die Welt tragen. Also macht überall Alufolie ran. So. Alufolie. 2-3 Minuten warten, dann auspacken, dann haben wir eine richtig schöne Masse. Der Käse, der verteilt sich richtig schön. Und einfach nur reinbeißen und glücklich sein. Das Ding ist mega. Danke, Mohamed. Danke, danke. Er ist schon ganz nervös. Guckt euch mal hier die beiden Burger an. Der sieht wie aus dem Bilderbuch aus. McDonald's hört sich so negativ an. Hat er gerade McDonald's-Burger zu meinem Burger gesagt? Hast du gerade McDonald's-Burger gesagt? Ja, doch. Boah, ich muss aufpassen, dass ich das. Ich habe beinahe das Bun abgerissen. Sehr massiv, sehr massiv. Fühlt sich fast an wie ein Stein, ey. Ausgefallener Burger. Ausgefallen? Ausgezeichnet. Nicht verkehrt. Sehr zwiebellastig. Eine ganz süße Komponente, die reinspielt. Leichte Schärfe und im Abgang hast du diesen Bun. So dieser klassische, ich nenne es mal Milchbrötchen-Bun. Ich will bei beiden direkt den ersten Eindruck erstmal abchecken. Oh, guck mal, ich sehe Liebe in seinen Augen. Die haben dir was einfallen lassen. Also hier hast du auch die Zwiebel im Fokus am Anfang. Also eine selbst eingelegte Zwiebel. Finde ich ganz geil. Finde man meistens bei diesen medium gebratenen Patties. Hier ist so eine wirklich prägnant eingelegte Zwiebel mit drauf. Der Bun, muss man allerdings sagen, nicht klasse Smash. Smash war eigentlich die Aufgabe, hier ist so ein bisschen dicker gelassen einfach. Es wurde ein bisschen dicker gelassen. Smash war keine Aufgabe. Cheeseburger war eine Aufgabe. Machen viele aber, die nicht so doll smashen, um die Saftigkeit drin zu behalten. Boah. Also Jungs, falls ihr mich hört, das sind die gleichen Buns. Auf jeden Fall leichte Süße in den Buns auch. Der sieht gut aus, oder? Der sieht gut aus. Es ist immer schwer, sich im Classic-Cheeseburger-Bereich so zu bewegen, dass man kreativ bleibt, aber nicht so aus diesem Classic-Bereich rauskommt. Das haben die beiden geschafft. Leichter Sidekick nochmal von hier von den Zwiebeln, hier eigentlich auch von den Zwiebeln. Peperoni drin, das wären auch frische Peperoni, genau hier sind sie drin. Also sie haben es geschafft, leicht abzuwandeln, aber auf jeden Fall so ihre eigene Note aufzudrücken, definitiv. Also ich sag mal so, ich glaube, wir haben da beide relativ gut abgeschnitten. Boah, ich krieg Schlucker von der Schärfe. Basic. Ich habe gesagt, ein guter Burger muss basic sein. Wenn ich rein von dem, was ich eben beim Intro von den Jungs erfahren habe, ich habe so ein bisschen erzählt, wer macht wie oft Burger. Und der Rolf scheint wohl ein erfahrener Mann zu sein oder noch erfahrener im Burgerbereich, spezialisierter darauf. Ja, der Rolf. Wenn ich da jetzt einfach sagen dürfte, der ist deutlich professioneller gemacht. Echt? So. Das hier wird wahrscheinlich der Burger sein, der von dem es für seltener Burger macht und sich nicht so in das Game reingefuchst hat. Wahnsinn! Ja, schwierig. Aber wir haben ja hier den Maßstab auch ganz hochgelegt. Er wusste ja vorher schon, dass er gewinnt. Also, ich habe hier nichts verkehrt gemacht, alle Dude. Guter Burger. Guter Burger. Wir machen einen Burger, der durch eine etwas ungewöhnliche Kombination von Geschmäckern punkten wird. Nämlich, wir geben aufs Bun Erdnussbutter und hier haben wir Cranberries und Heidelbeeren und die mischen wir mit etwas Barbecue-Soße. Machen das. Der Rolf macht einen Kuchen, ne? Er macht einen Kuchen. Und jetzt, ja, genau. Der Kuchen wird gleich ziemlich gut schmecken. Ach, verdammt. Und hier vom Fleischer meines Vertrauens Pastrami. Wie gesagt, die Option war, kein Bacon zu benutzen oder kein Schweinefleisch. Deswegen Pastrami aus einer Rinderbrust, schön gepökelt und dann low and slow gegart. Sieht fantastisch aus, hat aber dazu gekauft, ne? Also fremd gekauft, also eigentlich am Thema vorbei. Nur, dass ich das mal kurz angesprochen habe. Ja, soll ich jetzt hier noch Pastrami machen oder? Ja, mach Pastrami. Ja. So, Bobby, du wieder Ketchup und Senf auf dem Burger oder? Ja, Ketchup und Senf, weil das ein klassischer Burger ist. Klassischer. Ich habe gesagt, wir machen den Big Joe quasi, also ein Sloppy Joe Burger mit einem kleinen Patty oder mit zwei kleinen Patties und ein bisschen Käse, dann ein bisschen Sloppy Joe. Da geht schon los. So. Das habe ich übrigens vorbereitet gestern zu Hause und nicht gekauft beim Fleischer meines Vertrauens. Also einfach mal ein Sloppy Joe Rezept. Habe ich auch auf meinem Kanal, könnt ihr mal gucken. Ne? Dann kommt ein bisschen Salat dazu, kommt ein bisschen Zwiebeln dazu, ein bisschen Röstzwiebel, ein bisschen Sour Cream. Die einfachen Sachen. Ich weiß, ich habe gerade nicht ganz so geglänzt. Ich hoffe, ich glänze jetzt besser. Schauen wir mal. Ich möchte dann, dass bei Holle irgendeiner muss schreien, Thema war Barbecue, wenn er in den Burger beißt.
Guckt euch das an, wie lecker das aussieht. Und es schmeckt. Hier in dieser Dose haben wir jetzt etwas Barbecue-Soße und dann halt unsere Cranberries. Und die geben wir jetzt erstmal hier drauf und lassen die ein bisschen heiß werden. Ist hier irgendwo noch schon Waschbecken in Betrieb? Muss ich schon brechen? Ja, jetzt geht's los langsam. Ja, und viel mehr Zutaten brauchen wir gar nicht. Ein bisschen Fleisch natürlich, selbe Qualität wie gerade eben. Von daher bin ich da guter Dinge. So, also den Löffel habe ich jetzt abgewaschen. Ne? Wir haben nämlich nur den einen. Also der jetzige Burger, den wir machen, hat auch Zwiebeln, aber deutlich weniger. Weniger Zwiebeln ist ja auch nicht besonders schwierig, ne? Ja, der andere lebte tatsächlich von der Zwiebel. Selbst Zwiebelfelder haben weniger Zwiebeln, als die auf deinem Burger waren. Ne? Bleibe übrigens wieder bei dem gleichen Motto, ja? Ich mache Mayonnaise auf meinen Bun. So, wir switchen jetzt. Ich kriege hier nicht genug Temperatur erstmal in der kurzen Zeit in die Pfanne, weil das Guss ist, das muss ich aufheizen. Die Burgerplatte reicht, denke ich, auf jeden Fall aus. Von daher, oh ja. Ja, guck mal, da ist doch Temperatur. Dann karamellisieren wir unsere Zwiebeln hier drauf. Etwas Zucker. Also das duftet auf jeden Fall fantastisch, was du da machst. Ja, Zwiebeln. So, hier haben wir wieder unser Fleisch. Das ist etwas dicker diesmal, also etwas größere Kugel. Ich knete das tatsächlich auch nicht sonderlich viel durch. Wir formen jetzt erstmal ein schönes Patty, ein ordentliches. Einfach platt drücken mit der Hand. Also wieder komplett unterschiedlich. Meine sind jetzt viel, viel kleiner. Ich habe jetzt hier maximal 52 Gramm. Denn ich möchte zwei gesmashte Patties haben, die ordentlich Röstung haben. Weil ich habe ja meinen Sloppy Joe und ich will so einen kleinen Gegenpart dazu bringen. Ich weiß, das brauche ich dir nicht mehr zu erzählen. Du bist der Meister der Burger, aber ich habe es trotzdem gesagt. Runde 2 im Spiel. Also Brötchen auflegen. Man merkt, mein Brioche-Brötchen ist deutlich softer, aber braucht auch ein bisschen länger. So, dann haben wir hier schon mal ein bisschen Salat vorbereitet. Salat. Vom Salat kommen wir zum Fleisch, ne? Ich wollte ja auch noch was machen hier kurz. Also ich habe hier meine zwei kleineren Portionchen und die versuche ich jetzt auch wirklich so dünn wie möglich zu machen. Holla, die Mecker, die waren nicht gesmashed. Der ist doch jetzt gesmashed, oder? Also ich versuche da schon wirklich raufzudrücken. Ich bin jetzt kein Smash-Profi, aber guck mal. Keine Zeitung zum Durchlesen, aber schon ordentlich breit. Das sieht doch schon mal nach was aus, oder? Also hier geht jetzt unten drauf ein Löffel Sour Cream. Zu Barbecue gehört für mich auch immer Sour Cream. So, dann tatsächlich auch Salat. Wir wollen jetzt mal ein bisschen was für die schlanke Linie tun. Und ordentlich Zwiebelchen. Ah, und der Rest kommt gleich mit dem Burger. Zack. Und der kriegt ein bisschen Käse. Tomate, zack, noch ordentlich ein paar Röstzwiebeln auf den Deckel und hier ruf. Und so ist der Burger auch schon fertig. So, wir haben jetzt bei uns die Zwiebeln drauf, die karamellisierten Zwiebeln. Und jetzt kommt unsere Soße oben drauf aus Barbecue-Soße und Cranberries mit Heidelbeeren. Und das gibt einen absolut mega Kick und fertig ist der Burger. Ja, jetzt kommt noch ein kleiner Special-Kick drauf. Berliner Schnauze regelt, Freunde. Jetzt ist fertig. Meiner war schon vorher gut. Ich brauche nicht nachwürzen. Aber die müssen jetzt raus. Also optisch gleich Granate. Der hier hat mich so irgendwie direkt an
geilen marinierten Salat. Ich weiß, ich sage einfach, was ich denke, ne? Ob das jetzt Mist ist oder nicht. Scheißegal, ihr wisst, ich laber eh viel Mist. Geiler marinierter Salat und irgendwie so ein bisschen der Touch, okay, das wird jetzt Ketchup sein. Eben mit dem Sonnenlicht sah es so ein bisschen aus wie so ein schönes Preiselbeerdressing, aber jetzt, wo ich ihn gedreht habe, sieht man, dass es einfach Ketchup ist. Und hier, wenn ihr da schon dran riecht, es wird irgendeine Hackzubereitung sein, hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, ob es der Patty ist, aber geile Würzmischung drauf. Das ist dieser klassische Steakpfeffer. Und hat er da Nachos drauf oder was? Da hat die Chili con Carne Vibes, der Steakpfeffer, den du schon gerochen hast, direkt hinterher. Knackiger Eisberg noch unten drunter. Weiß noch nicht, wie ich es bewerten soll, ob es jetzt positiv oder negativ ist. Eine weiße Soße noch oben drauf. Weiß ich auch noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Oh, weiße, mag meine Sauerkraut. Wirklich sehr, sehr stark gemacht ist, ist dieser Pfeffer. Schöner Pfeffer hinterher, der brennt richtig nach. Und dann hast du im Abgang noch die Soße. Oh, das ist ein dicker, dicker Patty. Ich hoffe jetzt natürlich, dass der in der Mitte noch komplett roh ist. Das würde mich sehr glücklich machen in diesem Fall. Jetzt bin ich gespannt, ob er die Erdnuss rausschmeckt. Naja, habe ich dir übrigens gesagt, Holle hatte vorher gesagt, er hat eine Erdnussallergie. man sollte damit nicht arbeiten. Das wäre blöd, aber lass uns erst mal essen. Ich möchte jetzt keinen Mist erzählen, weil manchmal durch die Kombination der Geschmäcker kann man sich einfach auch täuschen, das ist so. Aber ich habe das Feeling von einer Erdnusssoße. Von einer leichten Erdnusssoße, aber leicht prickelnd, so wie wenn du Erdnüsse vom Tisch isst. Bam, und hast diesen Salz-Prickel-Touch, diese schön erdnussige. Dieser Geschmack wurde als Soße hier auf den Burger gebracht. Ob es jetzt gewollt war oder nicht, dieser Geschmack ist als Soße hier auf dem Burger mit einem feinen Salzprickel. Also ganz saftiges, geiles, leicht medium gebratenes Ding. Gut, ich kann auch verlieren. Das ist kein Problem. Es sieht noch nicht so aus. Geile Süße, geiler Crunch. Du merkst richtig, das habe ich bei vielen Burgern in letzter Zeit vermisst. Das ist auch eine hohe Kunst. Du bringst Röstung ins Bun, bringst ihn auf den Burger mit viel Soße, mit viel Flüssigkeit. Ich beiß rein und das ist jetzt schon deutlich einen Moment her und habe trotzdem noch den Crunch vom Bun. Ganz heikle Angelegenheit. Also Jungs da drin, Hut ab. Letzte Runde gab es ja so einen leichten Abfall von einem Burger zum anderen. Also ein Burger davon, sage ich jetzt mal, gefällt mir wieder deutlich besser. Ist deutlich besser als der. Vielleicht meint er doch deinen. Salsa-Sauce oder sowas drauf. Ich glaube immer noch, ich mache einen ganz guten Burger. Ich muss es wirklich sagen, wer auch immer diesen Burger gemacht hat, ich habe so viele Burger gegessen. Und gerade bei diesen Zuschauer-Battles und YouTuber-Battlen finde ich so geil, du isst mal was ganz anderes. Die trauen sich was, da kommt was anderes. Und dieser Burger irgendwo auf einer Burger-Cut in einem Burger-Restaurant würde zerfetzen. Ja, war am Ziel vorbei. Pastrami-Burger-Sandwich ist am Ziel vorbei. Außer Konkurrenz. Ja, alles gut. Welches Fleisch auch immer genommen wurde, Welt. Und ein schöner Steak-Pfeffer auch hinterher. Sollte der Burger von dir sein, Rolf? Ich weiß nicht von wem, also da ist schon jemand, der fühlt diese Thematik sehr. Den Burger hat niemand gemacht, der mal eben hier für einen Burger-Contest mal eben Burger macht, weil er jetzt gefühlt dazu gezwungen wurde, sondern da ist ein leidenschaftlicher Burgermacher am Start und wir gehen direkt in die Bewertung. Ich habe mir gerade vorgestellt, wenn ich hier reinkomme in den Burgerladen. Also euch beide, ihr seht aus wie irgendwie so aus dem Modelkatalog hier drin. Ja, aus dem Modelkatalog? Ja, ich weiß nicht. Sticht einfach raus. Also ich glaube, wir haben gerade festgestellt, dass auf jeden Fall, wenn wir hier beide arbeiten würden, dann würden wir jeden Geschmack auch abdecken können. 100%. Wenn jeder so das macht, was so sein Ding ja. Ist quasi so. Wie haben wir denn deinen Geschmack getroffen? Beziehungsweise, wir konnten uns ja die Bewertung schon angucken. Also eigentlich wissen wir es ja schon. Ihr wisst es schon, ja? Ihr wisst es schon, aber ich weiß noch nicht. Und vielleicht, ach so. Vielleicht die Zuschauer noch nicht, weil wir manchmal so schneiden, dass die Zuschauer noch gar nicht wissen, welcher Burger von wem ist. Mhm. Ne? Und deshalb habe ich hier mal was vorbereitet. Aber ihr seid sicherlich trotzdem gespannt auf das, was ich mir hier aufgeschrieben habe, ja? Ja, natürlich. Ich werde nicht alles wiederholen, ihr habt schon gehört. Mich hat ein Burger deutlich mehr geflasht. Das war der in der Aluschale oder der in der Alufolie, besser gesagt. Der andere, der war mir ein bisschen zu dick und dafür, dass er zu dick war, nicht medium genug. Zweiter Burger, der in der Alu, der war on point für mich. Schön saftig, schön käsig. Eigentlich nichts dran gestört. Ein so ein Beigeschmack von der Süße her hat mir nicht ganz so getaugt. Deshalb leichte Abzüge in der B-Note. 8,4 für Alu und 6,8 für den anderen Burger. Jetzt rate. Also
Hinter den Kulissen hat der Bobby auch schon gesagt, das ist nicht so sein Hauptcontent. Mal macht er einen, mal nicht. Und deshalb vermute ich, der Rolf hat sich ein bisschen mehr reingefuchst in die Thematik und hat auch den besseren Burger gemacht an der Stelle. Hat er. Ja. Ich habe den besseren Burger da gemacht oder der dir am besten geschmeckt hat, ja. Definitiv. Also ich glaube auch fachlich sind wir nicht so weit auseinander tatsächlich. Ja. Geschmack ist dann natürlich auch mal wieder eine andere Sache. Hundertprozentig. Ne? Also dann, er hat jetzt besser deinen Geschmack getroffen. Meiner war, glaube ich, ein bisschen mehr basic. Und bei ihm war halt viel mehr Zwiebeln dabei. Das war runder, es war mehr Käse drauf. So. Ich bin damit völlig gut so. Ich weiß, dass der junge Mann hier sehr, 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 sehr gute Burger macht. So. Damit bin ich total gut. Also wenn du gegen Cristiano Ronaldo ein Elfmeterschießduell machst und verlierst, bist du, glaube ich, auch nicht der. Ist nicht so schlimm. Ne? Nicht übertreiben. Ich habe den Burger mal irgendwann so gemacht und fand den mega. Also ich weiß, dass der gut ist. Ich weiß, dass der schmeckt. Ich weiß, dass der ankommt, weil ich ihn meinen Freunden auch mache, der Familie. Von daher, der Burger ist einfach geil. Also du kennst den, hast du öfter gemacht und du weißt einfach, der schmeckt. Ja. Okay, stark, Jungs. Stark, stark, stark. Also Rolf, da auch Props an dich. Du weißt, was du machst. Du weißt auch, was du machst. Ja. Wie gesagt, ne? Nicht ganz so viel wie ich. Also der eine Burger, ich weiß nicht, wer ihn gemacht hat, mit dem Hack drauf. Ich hatte es jetzt Chili con Carne Faktor gesagt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der mit dem Hackfleisch drauf. Da hat mir eine Sache nicht so sehr gefallen und das war diese weiße Soße, die da drauf war. Da konnte ich nichts mit anfangen. Im Großen und Ganzen war es ein vernünftiger Burger, aber der andere hat mich mehr geflasht. Ich fange mit einem dicken Burger an. Der mit einem dicken Patty, der war für mich wieder on point. Saftig. Jede Geschmackskomponente hat einfach dahin gepasst, wo sie sollte. Das hat sich einfach alles ergänzt. Alles hat zusammengepasst. Und beim anderen war eher wieder der Faktor, wo ich gesagt habe, okay, dann dieses Salsa-Dressing oder was. Vielleicht war es auch gar kein Salsa-Dressing. Am Ende des Tages egal, dieses Salsa-Dressing, was da drauf war. Die weiße Soße. Einfach nicht so ein Matching Point. Deshalb hat der dicke Patty von mir 9 von 10 Punkten gekriegt und der andere wieder 6,8 von mir. Dann kann ich nur wieder sagen, herzlichen Glückwunsch, lieber Rolf. Dankeschön, auch da Dankeschön. War er wieder ganz weit vorne. Bei dir auch. Aber ich habe auch gesagt, Pastrami-Burger ist an der Sache vorbei. Nein, das ist völlig in Ordnung. Er ist der König der Burger, ist er auch für mich schon immer gewesen. Definitiv. Danke. Und da nehme ich auch ein 2-0 hin. Wir sind ja auch gute Verlierer, so ist es nicht. Ich habe schon gesagt, wenn ihr Rippchen sehen wollt, Pulled Pork sehen wollt, dann kommt zu mir. Der kann halt nur Burger. Eine Rückrunde sollten wir auf jeden Fall noch mal hinkriegen irgendwann. Das denke ich auch. Also wenn ihr Bock drauf habt, in den Kommentaren schreibt es rein. Ich bitte euch auch, die beiden netten Herrschaften in der Videobeschreibung verlinkt. Gerne mal raufklicken, abchecken, ob es Sommeressen ist, ob es Grillen ist. Ich habe schon gesehen, ihr macht alles Mögliche. Also alles, was Essen angeht. Ne, bei den zwei Jungs an der richtigen Adresse. Ja, und dann nochmal in dem Sinne, danke an euch. Gerne. Danke. Vielen lieben Dank, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich hatte so das Gefühl, mir hat es ein bisschen mehr Spaß gemacht. Er hat verdient gewonnen, aber dafür sieht besser aus, oder? Also, irgendwas ist ja immer. Großvater ist der gute Mann. Ja, wir haben gesagt. Und bei ihm ist immer nur alles halbsteif. Wir haben schon darüber gesprochen. Ist er noch steif bei dir, Bobby? Macht er noch einen geraden morgens oder was? Ja, okay. Kurz. Wir sehen uns dann auf meinem Kanal. Wir ne? sehen uns dann natürlich. Lasst den Daumen oben scheppern, Leute, wenn euch das Format gefällt. Zweite Runde für die. Auch unbedingt kommentieren in den Kommentaren. Sagt mir, was ihr vom Format haltet und dann sage ich bis zum nächsten Mal.